begleitet uns heute durch die Europa-Park-Hotels. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir sind unterwegs, sind gerade am Hotel El Andalus im Europa-Park. Und hier warten Daniel und Sven auf uns in der Bar. Und wir werden wahrscheinlich später im Kolosseum Mittagessen gehen. Und heute Nachmittag machen wir noch Julbi. Also ja, ganz entspannter Tag und begleitet uns heute. Und übrigens, wenn ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Da sind sie alle. Guten Tag. Gut, wir haben ja eh zusammen geschlafen. Das bleibt unter uns. Ja, wir trinken jetzt hier was gemütlich. Und Daniel und ich haben jetzt gerade mal in den Raum geworfen, ob wir uns vielleicht einen Silberpass kaufen. Wenn wir uns das Ticket anrechnen lassen können, ne? Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich bin jetzt hier mit Daniel und Sven unterwegs. Und wir machen einen kleinen Spaziergang zum Haupteingang. Ja, wir sammeln Schritte. Wir sammeln Schritte, damit ja, wir auf die 10.000 Schritte heute kommen. Und wir sind auf Mission. Mission. Silberpass. Daniel hat heute Morgen, als wir kamen, also heute war ja schon fast Mittag. Es war Mittag. Weißt du, heute Morgen sind Sven und ich hier gewesen. Die anderen haben ja bis mittags erstmal schlafen müssen. Ich war um 8:30 wach. Ja, warum hast du denn dir dann so viel Zeit gelassen? Ja. Die anderen haben ja noch geschlafen. Ja, und du warst doch mit dem eigenen Auto unterwegs. Ja, hätte ich Daria da liegen lassen sollen. Hast du auch geschlafen? Ja. Das kann nicht wahr sein. Ich war dann, hab mich schon geschminkt, hab dann mein Video noch angefangen zu schneiden. Das kann nicht wahr sein. Weißt du, da sieht man sich einmal im Monat. Weißt du, genau, wir haben uns ja letztes Woche nicht gesehen. Verbringt Zeit zusammen und dann liegen die bis mittags im Bett. Ich nicht, aber ich muss mich ja an die Gemeinschaft halten. Schon Video gedreht, schön gefrühstückt. Naja, auf jeden Fall hat Daniel, als wir dann ankamen, in den Raum geworfen, warum können wir uns denn unser Tagesticket von gestern nicht anrechnen lassen für einen Silberpass? Ja. Wir wissen noch nicht genau, ob es funktioniert. Wir sollen mal lieb fragen am Haupteingang. Und deswegen laufen wir da jetzt hin. Ob es funktioniert, das werdet ihr dann gleich noch sehen. Ja. Der übrigens gesagt hat, 2023 fahre ich nicht in den Europa-Park. Ich habe schon so viele Videos veröffentlicht, Veränderungen 2023, hat sich verändert. Ja, war schon dreimal hier, zweimal im Rolantica und jetzt will er eine Jahreskarte. Ja. So schnell kann er. Daniel ist auch immer so eine... Sprunghaft. Sehr sprunghaft, das stimmt. Oh, hier ist eine Bäckerei. Also, Fakten über Daniel. Daniel ist sehr sprunghaft. Nach ca. 20 Minuten Fußweg sind wir dann auch da, am Haupteingang. Und wir gehen jetzt mal zur Information. Nachfragen. Ja, schaut mal, wir sitzen wieder im Europa-Park, denn wir haben einen vorläufigen Resort-Pass, Silber. So sieht das aus. Der liebe Mitarbeiter hat erstmal so ein bisschen geguckt, hat gesagt, okay, geben Sie mir Ihre Tageskarten von gestern, hat eingescannt. Es hat funktioniert. Der Silberpass kostet ja eigentlich 240 Euro. 65 Euro von gestern wurden uns angerechnet. Jetzt machen wir die Umwandlung, das heißt, wir geben da unsere Daten jetzt ein und dann können wir unsere haptische Karte noch abholen. Die kostet aber 5 Euro extra im Silberpass, aber das machen wir jetzt mit Bild und so und die zeige ich euch dann auch gleich nochmal. Schaut mal, da ist sie, die Silber Resort Card. Wir haben sie jetzt nochmal für 5 Euro umwandeln lassen, damit wir eine richtige Karte bekommen. Also ein Jahr Europa-Park Jahreskarte. Wir sind jetzt übrigens wieder am Hotel Colosseo angekommen und Daniel hat nicht geschwitzt, nein. Er wurde im Märchenwald wieder vom Frosch getroffen.
so wie gestern. Einfach abgeschossen. So, wir gehen jetzt nämlich in die Pizzeria. Oh, erstmal was trinken. Auf den ganzen Stress müssen wir erstmal was trinken, Daniel, oder? Ja. Erstmal müssen wir das verarbeiten, dass wir jetzt Jahrespässe hier haben. Verarbeiten. Emotional. Ja, also wir sind jetzt hier, wie gesagt, im Colosseo, warten jetzt auf die anderen, die sind nämlich noch im Hotel El Andalus in der Bar, bezahlen dort und dann gehen wir hier im, wie heißt das Restaurant? Auf jeden Fall das Pizzeria-Restaurant hier, die Pizzeria im Hotel Colosseo, so. Ja, ist auf jeden Fall, wir haben ja schon mal übernachtet, ne, hier mit Make-A-Wish, war sehr schön, also es ist ein richtig schönes Hotel. Wir sitzen jetzt hier im Colosseo draußen, im La Romantica. Und ja, hier gibt es Antipasti, Pasta, Pizza, Speziale und natürlich eine Suppe. Sind ja auch Getränke? Ja, auf der anderen Seite. Ja, sieht auf jeden Fall richtig gut aus und wir haben echt einen schönen Platz. Ich zeige euch gleich noch ein bisschen was vom Colosseo da hinten. Also so sieht es hier aus im Hotel Colosseo. Richtig schön. Also generell, das muss man dazu sagen, die Europaparks-Hotels sind wirklich super schön gestaltet. Die Zimmer sind schön. Die Preise sind natürlich auch teuer, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ja echt gegeben. Jetzt im Gegensatz, da muss ich jetzt hier sagen, ja, im Disneyland, die Disney-Hotels sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis nicht human. Da kriegt man hier im Europapark schon die besseren Hotels, die bessere Gestaltung. Frühstück ist inklusive, also ja. Sind hier tatsächlich viel, viel besser. Ich muss tatsächlich auch mal die anderen Hotels testen. Aber ich habe jetzt eine Jahreskarte, kann man ja jetzt mal öfter machen, ne? Wir haben unsere Vorspeise bekommen, meine Büffelmozzarella mit Tomate. Daria hat hier noch Bruschetta und Rina eine Tomatensuppe. Ach, die ist noch nicht da, aber ihr könnt sie euch vorstellen. Und hier haben wir noch ein bisschen Brot bekommen, so Pizzabrot. Sieht gut aus. Da ist sie. Müsst ihr euch nicht mehr vorstellen, wie sie aussieht. Guten Appetit. Die Hauptdinge sind da. Ich habe Nudeln mit Garnelen und Burrata. Hier gibt es Pizzen, eigentlich nur Pizzen. Ganz verschiedene Pizzen. Guten Appetit. Ich bin wieder der Außenseiter, aber ich stehe dazu. Wir verlassen jetzt das Hotel Colosseo, fahren jetzt zum Hotel Kronasar. Und zwar steht da nämlich Julbi. Wir machen ja jetzt Julbi Pro alle zusammen und darauf freue ich mich wirklich sehr. Das haben wir ja schon vor ein paar Jahren gemacht und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Und wir sind jetzt heute noch eine größere Truppe. Zwei davon haben es noch gar nicht getestet. Und ja, ich freue mich einfach mega. Wir sind angekommen und gehen jetzt rein. Also wir haben 29 Euro pro Person bezahlt für diese Experience und ich muss sagen, also wenn es so gut ist wie das letzte Mal, lohnt es sich auf jeden Fall. Aber das berichte ich später noch, ob es sich auch Miniatur Wunderland lohnt. Wir haben jetzt hier so eine Karte bekommen, dafür müssen wir uns jetzt einscannen. Oh Gott. Gute Gesundheit, ich muss niesen. Ah, ja, ja. So, da gebe ich jetzt mal. Ich muss eigentlich meinen kompletten. Machen wir mal. Abkürzung. Aber E-Mail zeige ich euch jetzt nicht. So, das war's schon. Da steht Julbi Wunderland. Und wir sind Gruppe G. Ich muss euch jetzt hier einschließen im Schließfach. Aber ich nehme das Handy noch mit. Das heißt, ich kann beim Anziehen noch ein bisschen filmen. Die ganze Experience kann ich natürlich leider nicht zeigen. Also, tschüss! Übrig gebliebenen zwei dürfen zwischen die Markierungen sich irgendwo verteilen. Und dann gibt es das erste Infovideo oben auf dem Fernseher für euch. Liebe Gäste, mein Name ist Clara und im Namen der gesamten Julbi Corporation heiße ich Sie heute herzlich willkommen. Um die wundervolle Welt von Julbi in ihrer ganzen Faszination erleben zu können, stellen wir Ihnen eine spezielle Ausrüstung zur Verfügung.
Sobald Sie Ihre Hardware vollständig angezogen haben, sind Sie bereit für Ihre Experience. Bitte nehmen Sie hierzu die beiden Fußtücher aus dem Boden in den Rucksack und ziehen Sie an. Stellen Sie hierfür jeweils einen Fuß auf die markierte Fläche. Anschließend nehmen Sie den Rucksack von der Stange und ziehen auch diesen an. Wenn Sie dabei noch am Rucksack wissen. Zuletzt nehmen Sie bitte die beiden Handschuhe aus dem Beutel und ziehen sie an, indem Sie sie jeweils bis zur Handinnenfläche überziehen und mit einem Zug am Verstellriemen festziehen. Ihr Abenteuer beginnt nun in wenigen Augenblicken. Hier hin, zwei gegenüber und zwei hin. Dann bleibe ich hier. So, die Fußtracker hängen über den Rucksäcken, die unteren. Das hier. An dem Knöpfchen ist ein Magnet. Genau, das da. Der Rucksack kommt später. Ah ja. Der muss noch laden, genau. Ja, okay. So, und an dem Knöpfchen ist ein Magnet. Das heißt, ihr könnt die Fußtracker einfach aufziehen und um den Knöchel legen. Super. So, Daniel, wie funktioniert das hier? Machst du gut. Ja. Hab ich gemacht. Guck. Da. Die Rucksäcke. Vorsicht, schwer. Rucksack, zieh mal an. Ja, das dauert. Euch da helfen? Nee. Sven, kannst du mal zeigen? Dreh dich mal bitte. Ja, oder nicht Markierungen. Und dann gibt es noch ein Sicherheitsvideo. Gut, aber das ist. Bevor Sie jedoch die Grenzen des realen Lebens hinter sich lassen, möchten wir Sie auf ein paar wichtige Punkte für Ihre Sicherheit während Ihrer Experience hinweisen. Bitte halten Sie Abstand. Voneinander, von Wänden, Säulen und Bäumen. Kollisionen sind auch in der Welt von Dingen. Nein. Wände, die in der virtuellen Welt existieren, können, aber müssen nicht real sein. Erscheint ein rotes Gitternetz. Treten Sie bitte einen Schritt zurück. Lehnen Sie sich nie an Wänden an. Bitte rennen oder springen Sie nicht. Bleiben Sie immer aufrecht stehen. Wir möchten nicht, dass Sie sich verletzen. Sie haben ausreichend Zeit für Ihr Erlebnis. Keine Sorge. Bitte bleiben Sie immer bei Ihrer Gruppe und entfernen sich nur von dieser, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sobald sich die Tür gleich öffnet, treten Sie bitte zügig ein und stellen sich im Kreis hinter das große Hindernis. Haben Sie Ihre Position erreicht? Sozusagen alles außer eins. Alles außer eins? Ja. Ich war wieder falsch. 4. In den Helmen sind Mikrofone. Das heißt, ihr könnt euch während dem ganzen Spiel miteinander unterhalten. Falls ihr euch schlecht hört, einmal versuchen, Mikro ein bisschen näher zum Mund zu ziehen oder ein bisschen lauter zu sprechen und dann sollte das eigentlich funktionieren. In den Rucksäcken sind außerdem Akkus, die muss ich, während ihr am Spielen seid, austauschen. Das heißt, wenn es ruckelt, zuppelt, ich euch aus Versehen anfasse oder mal ganz kurz ausbremse oder so, bitte nicht erschrecken. Im realen Leben gibt es Beulen und im virtuellen Leben kriegt der Computer Beulen und findet es überhaupt nicht lustig. Okay. Genau, also wenn sich eine Tür schließt, die hinter der zumten Tür sind, einfach weiterlaufen und die vor der zumten Tür stehen, einfach abwarten, bis die Tür wieder aufgeht. Super, perfekt. Da wir auch noch getrennt. Einmal auf die Markierung. So, jetzt zum Schluss kommen die Helme und dann muss ich euch leider wegpacken. Wir sind jetzt draußen aus ULB Pro Miniatur Wunderland. Und ja, was soll ich sagen? Also wir waren ja schon mal bei dem ersten. Weißt du, wie das erste nochmal heißt, Brina? Mission Rolantica oder irgendwie sowas? Also auf jeden Fall das in dieser Galaxie. Und das war um Welten besser. Also wirklich... Also wenn ich mir jetzt eins aussuchen müsste und ihr euch weiterempfehlen würde, wäre das Mission Rolantica. Miniatur Wunderland würde ich euch nicht empfehlen. Es hat so ein bisschen Action gefehlt, ein bisschen Spannung. Brina hatte Probleme mit ihrer Brille, Daniel hatte auch Aussetzer. Es hat sehr gehangen zwischendurch. Manchmal hatte Sven irgendwie Krüppelarme. Also die waren irgendwie so um hinten und aus dem Rucksack raus und es war unscharf. Also das muss ich tatsächlich sagen, hat mir nicht so gut gefallen wie das erste. Genau, also
Aber es hat trotzdem Spaß gemacht mit den anderen. Es ist immer witzig, wenn man so Kommentare kommen oder so. Aber ja, das erste Mal viel, viel besser. Tschüss! Ja, wir haben uns gerade verabschiedet von den anderen. Was ich jetzt noch sagen wollte, ist, dass der Helm extrem schwer war. Ich muss ihn zwischendurch echt stützen und ich empfehle euch, die Ohrringe unbedingt auszuziehen. Ansonsten, ja, wie gesagt, die anderen fahren jetzt heim. Mit Daria ist mit Brina, mit Daniel und Sven nach Hause gefahren. Die nehmen sie jetzt mit. Brina und Sinan fahren nach Kaiserslautern und ich fahre zurück nach Zürich. Feier nur 1:45 und ja, es war ein sehr lustiges Wochenende mit unerwarteten Wendungen heute mit der Jahreskarte, aber irgendwie ist es doch immer, spontane Sachen sind immer die schönsten, also ich freue mich drauf, jetzt noch öfter mal hier ein Jahr im Europapark zu sein, wird auf jeden Fall lustig und es wird darüber noch natürlich dann einige Videos geben. Nächstes Wochenende wird es ruhiger, da bin ich einfach zu Hause in der Schweiz mit meinem Freund, werden wir was unternehmen und darauf das Wochenende kommt Daria mich besuchen in der Schweiz. Da wird es dann auch ein paar Vlogs geben, was wir so machen und was wir so erleben werden. Es hat nichts mit Freizeitparks zu tun, ich zeige ihr einfach Zürich und die Umgebung. Genau, also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.